So, 3, 2, 1, willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 19 bzw. Farming Simulator 19. Wir machen mal Start. Wir spielen in Felsbrunn. Das ist die europäische Karte. Und in den letzten Folgen hatten wir so ein paar Probleme gehabt mit der Ballenmaschine. Ballenmaschine. Hier steht noch Weizen. Ich sehe, hier steht noch Weizen. Ich dachte, wir waren fertig damit. Okay, ich hol mal den Mähdrescher. Ich war mir so sicher, dass wir schon fertig waren. Halleluja. Okay. Scheinbar nicht. Die Rundballenmaschine werde ich wahrscheinlich jetzt verkaufen, da ich mit der Anhebezange da so ein paar Probleme hatte am Traktor. Vielleicht ist das auch gar nicht so für den Traktor gedacht. Weiß ich nicht. Daher. Ups, nicht so sehr übers Feld fahren. Jetzt Drescher anschalten. B. Vorwärts. Na, komm. Na, fahr doch mal. Helfer einstellen. Ah. So, der darf das jetzt machen. Wir steigen aus. Okay. Die Maschine verkaufen wir. Zuklappen. Zuklappen. Aufklappen, Pickup senken, nein. Anschalten wollen wir auch nicht. Die fahre ich jetzt zum Händler zurück. Und dann holen wir uns eine Quaderpresse. So, Straße scheint frei zu sein. Vorsicht. Uiuiui. Okay. Der Traktor hat ja noch nicht mal Gewicht dran. Packen wir uns mal vorne noch ein Gewicht an die Kiste. Ah, hier ist ja noch ein Traktor. Kriegen wir das Gewicht hier so? So, kleines Gewicht. So ein bisschen rasant fahren. Und die geht zur Seite. Sehr gut. Oh, Auto. Ai, ai. Au. Uiuiui. Und ich will das Ding verkaufen. Mach da mir keine Beulen rein. Also, wir gehen auf Quaderballen und dann werde ich wahrscheinlich früher oder später mal ein paar Aufträge machen. So. Abhängen. Ah, dann noch nicht das Gewicht. Das Ding ab. Gewicht anhängen. So. So, jetzt gehen wir mal auf P, denn da kommen wir auch ins Menü rein. Hänger, Wender, Tierhaltung, Ballentechnik hier. Den haben müssen wir verkaufen erstmal. Bin ich blöd? Abgestellt, ja, nicht verkauft.
Ja. Betriebszeit. Okay. Zustand, Wert. Warum steht hier bei Wert nichts? Zurückgeben. Okay. Weil wir uns die Karre nur geliehen hatten? Egal, Ballentechnik jetzt nochmal. Also, der hatte Rundballen gemacht. Jetzt schauen wir uns mal den an. Das sieht schon eher nach Quader aus. Sieht man das irgendwo? Kaufen, mieten. 4000 Liter. La la la. Liter. Folienfarbe. Ach, der würde sogar sogar dann mit Folie einpacken. Was ist das? Ballenwickler. Ballenpresse. Verwandelt loses Stroh. Handliche Ballen. Hier werden sie gerollt. Wir nehmen mal den. Kamera rotieren. Kann ich irgendwas einstellen hier? Mieten 8000. Ja. Okay. Gut, wo ist mein Traktor da? Er scheint schon ein bisschen größer zu sein. Ups. Aber da mein Mähdrescher ja noch nicht fertig war, würde ich sagen, ich muss noch mal Weizen holen oder Gerste. Ich kann die ganzen Symbole leider noch nicht auseinanderhalten. Den letzten Landwirtschaftssimulator, den ich gespielt hatte, das war damals für die Xbox 360. Ich weiß nicht mehr, wann das genau war, welches Jahr, welche Version das war. Ich weiß nur, zu der Zeit kam gerade die Kinect raus. Das muss echt sehr früh damals gewesen sein. Vielleicht 13. War das Landwirtschaftssimulator 13? Naja gut. Wir sind erstmal hier unterwegs. Ich mache kurz die Plane auf, bis ich die Tasten mal raus habe. Demnächst werde ich auch mal versuchen, mit Gamepad zu spielen. Mal schauen, ob ich da besser zurechtkomme. Wobei mit ein bisschen Übung klappt das, glaube ich, hier auch ganz, ganz gut. Geht mal zur Seite. Hier. Wartet mal. Bin doch hier völlig falsch, oder? Ich bin völlig falsch. Okay, zurück.
Tempolevel ändern. Ist er jetzt schneller? Eins. Oh! Wieso bin ich ausgestiegen? Hilfe! Hilfe! Vorsicht, ihr Autos. Muss ich nochmal kurz schauen. Okay. Hier unten blinkt mein Mähdrescher. Ich glaube, der möchte abgetankt werden. Ja, Helfer H hat einen vollen Korntank. Ich komme ja schon. Da, da, da. Hätte vielleicht einen schnelleren Traktor hier nehmen sollen. So, da fahren wir mal direkt ins Korn rein hier. Hoffen wir mal, dass er stehen bleibt. So. Kipp ab. Wie viel hat er noch drin? Noch 3000. Naja, das passt spielend hier rein. So. Erstmal raus hier. Den lassen wir da hier hinten stehen. Um den letzten Rest noch zu holen. Wir holen jetzt die Ballenpresse. Und hoffen einfach, dass jetzt Quader hier rauskommen. Kurz schauen. Hier drüben hin. Ich glaube, für den brauche ich fast einen größeren Traktor. Scheiße. Also ist schon ein großes Teil. So, jetzt. Wow, wow, wow. Uiuiui. Okay. Nicht so schnell fahren. So, dann probieren wir mal. Ballenpresse anschalten. B. Zuerst ausklappen. Okay, wo ist ausklappen? X. So, jetzt B. Pickup senken. Und dann geht's los. Fahr. So, mal die Karte ein bisschen kleiner machen. Oha, ist ja langsam. Ich brauche einen stärkeren Traktor. Hilfe! Das gibt's doch nicht.
Meine Güte. Heilige Scheiße. Der kommt ja gar nicht. Boah, nein. Ist der andere größer? Favorit 511C. Favorit 511C. Okay. Kaufen. Traktoren. Mittelgroß. Mal schauen, ob der bei Mittelgroß Favorit 551C. Aber ich guck mal zurück. Favorit 551C. Okay, das ist einer mit 115 PS. Dann gehen wir aber bei Mittelgroß rein. Was hätten wir gern? Ich hätte einen C-Dur sehr gern. C-Dur ist aber wahrscheinlich auch nur bei Kompakten mit dabei. New Holland. Steyr. Schon der. Unter 42 PS. 40. Konfiguration Standort. Standard. Frontgewicht. So viel teurer wird er nicht. Eine Tonne. Reifenhersteller. Nehmen wir die groben Standard Breitreifen. Zwillingsbereifung hinten. Uiuiui. Okay. Was Radgewichte? Was ist das? Radgewichte. Breitreifengewicht, Standard. Nehmen wir Breitreifen, Motorausführung. So, 164 PS. Leasingkosten 10.000. Mieten. Jawohl. Okay. So, dann schauen wir mal. Der steht bereit. Jawohl. Oh Gott, da kommen Autos. Das schaffen wir noch. Jawohl. km/h, er eilt aufs Feld. Krähen geht zur Seite. Dann stellen wir mal daneben und schauen mal. Macht ja optisch ein bisschen mehr hin, her. So. Ja, so großer Unterschied ist es nicht. Ich hoffe, die 50 PS mehr bringen etwas. Aussteigen. So, ich beende jetzt erstmal diese Folge. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal. Bye bye.